Yo Leute, es ist Neute und willkommen heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich euch einige unnötige und dumme Fakten erzählen, die ihr vielleicht in eurem Leben niemals brauchen werdet, aber die ihr jetzt trotzdem erfahren werdet. Wir kennen ja aber auch alle diese Situation, wir sitzen da, haben ein Date und wir wissen nicht genau, was wir sagen sollen. Da ist dann diese Stille. 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 Und auf einmal haust du einen Spruch raus, einen Fakt raus, der so uninteressant ist, aber vielleicht zu einem Gespräch führt. Und genau deshalb möchte ich euch jetzt so einige Fakten erzählen. Fakt Nummer 1. Ameisen kriegen kein Fall Damage. Auf Ernst, diese Viecher bekommen wirklich kein Fall Damage. Die können von einem Flugzeug runterfallen und die überleben das. Also das ist so, als hätten die einen Fallschirm oder sowas, aber die überleben das einfach, weil die sind so klein und so leicht, dass sie so langsam fliegen. Wenn sie aufkommen, sie kriegen nicht mal Verletzungen. Diese Dinger könnten vom Abu Chaka runterfallen und die würden einfach das Ding überleben. Es ist so unglaublich, weil ich könnte einfach nur auf sie drauftreten oder einfach sogar schon mit meiner Spucke erledigen. Also wirklich, ich könnte auf die spucken und die wären bestimmt tot wegen dem Aufprall so, ne? Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich so in den Busch pisse. Wie viele Ameisen treffe ich gerade? Aber das ist so eine Nebensache. Auf jeden Fall, diese Dinger, die überleben das einfach. Also die fallen wirklich runter und die überleben das. Also was zur Hölle? Wie schafft ihr das? Und Sachen, die ja auch jeder weiß, aber die ich jetzt trotzdem nochmal erwähnen will, dass Ameisen einfach bis zu vierfachen ihres Gewichts tragen können. Also wirklich, diese Dinger sind, ich glaube, das sind mit so einer der krassesten Insekten, die es gibt. Die sind irgendwie zu stark eigentlich. Also wirklich, als sie gemacht wurden, die waren irgendwie so OP für uns Menschen. Also ich weiß nicht, wären die nicht so kleine Viecher, die hätten uns auf jeden Fall komplett auseinandergenommen. Ich bin euch ehrlich. Stellt euch mal vor, eine Ameise wäre so groß wie so ein Hund oder so. Und dann stellt euch mal vor, so 1000 Millionen Ameisen, Alter. Die würden auf uns tanzen. Die würden wirklich so, boom, tscha, tscha, boom, tscha, tscha. Boom, tscha, 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 tscha. So, der nächste Fakt. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Fisch Hering kennt. In manchen Videospielen kommt dieser Hering vor. Man kann den mal angeln, man kann mal ein bisschen mit dem spielen oder auch essen. So, ja, das Typische, ne, was man so mit Fischen macht. Aber was denkt ihr, wie Heringe untereinander so kommunizieren? Denkt ihr so mit blob, blob, blob? Denkt ihr mit Schwanzweden? Oder was denkt ihr? Genau, die Heringe, die furzen sich an, um Botschaften zu übermitteln. Also das heißt, wenn zwei Heringe auf ein Date gehen, so eine richtig stramme 10 von 10 Rally und so ein komischer Clown, so wie ich möchte sie anfurzen, um mir zu sagen, dass ich sie im Bett haben möchte. In unserer Gesellschaft wird das bestimmt nicht so gut ankommen. Ich kann es mal versuchen und euch dann rückmelden. Ja, ich glaube, Mädels stehen heutzutage nicht mehr darauf, angefurzt zu werden. Verstehe ich nicht warum, aber es ist irgendwie anscheinend so und ich muss das ja akzeptieren, ne? Und der nächste Fakt, der dritte Fakt, dass Flusskrebse, tatsächlich wusste ich selber nicht, was genau Flusskrebse sind, weil ich dachte, Krebs ist Krebs und was Flusskrebs ist, aber im Endeffekt Flusskrebse, die pinkeln sich an. Also, die machen dasselbe wie Heringe, nur dass sie es noch radikaler machen, und zwar die pinkeln sich einfach an. Ich weiß nicht, wie verstörend da jetzt eigentlich noch die Fakten sein können. Ich sag euch ehrlich, dass der letzte Fakt nicht so verstörend sein wird, wie das, was ich euch jetzt erzähle, aber es ist einfach so, was sollen wir machen? Das ist die Tierwelt. Die Tierwelt ist halt seine eigene Welt. Also, wir können da leider nicht so viel machen, aber es ist schon krank, Alter. Warum pissen diese Dinger sich an? Aber es wäre auf jeden Fall lustig, wenn wir Menschen uns auch mit Pipi unterhalten könnten, weil dann könnten zwei Menschen, die stumm sind, oh, wie heißt das, staub, stumm, taub, also die nicht reden können, die könnten dann sich gegenseitig anpinkeln und dann könnten die miteinander reden. Also das finde ich schon cool. Also wenn das mal irgendwie auf die Welt, auf so, weißt du, also dann, ich würde das auf jeden Fall kaufen, ja. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 4. Es gibt eine Zeiteinheit, die heißt Jiffy. Jiffy klingt auf jeden Fall nicht wie eine geile Zeiteinheit, also nicht wie Minute, Sekunde, was weiß ich, das klingt ja schon geil. Aber Jiffy, das gibt es einfach auch. Und das ist, es ist ein Hundertstel einer Sekunde, also irgendwie so ganz, ganz wenig, also so, das ist so gering, dass das geht ja gar nicht. Also ich gebe jemanden, der es schafft, eine Jiffy-Sekunde oder was auch immer man sagt, eine Jiffy-Zeiteinheit, 0,01 Jiffy. Wer das schafft, auf einer Stoppuhr zu machen, den gebe ich 20.000 Euro, auch wenn ich das Geld selber bräuchte, aber das geht nicht. Also wenn du jetzt 0,01 Jiffy schaffst, dann kriegst du von mir das ganze Geld, weil du bist echt crazy. Du gehörst nicht auf diese Welt, du gehörst auf einem anderen Planeten, ohne Scheiß. Und damit, liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich sage, wir sehen uns im nächsten Video. Hauste rein, machste gut, lebelein, lopelop, ciao.